Ja, und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Let's Play-Reihe. Und zwar, wie man sieht, die Sims 4, habe ich mir gedacht. Let's Play ist einfach mal. Mittlerweile geht es mir auch, wie man hört, wieder gut. Ich hoffe, dass ich heute nicht in irgendwelchen Hustenanfällen sterben werde oder so. Jawohl. Die Kleinkinder sind da, es gibt Kleinmöglichkeiten. Ja, hier, ich habe lange nicht mehr gespielt. Und jetzt gibt es wohl Kleinkinder. Jawohl. Und wir starten direkt mal ein neues Spiel. Ich habe mir gedacht, wir machen erstmal hier so einen Jungen, der bei seinen Eltern wohnt, also ganz normal ein Kleinkind. Ja, leiser machen hier kurz auf den Ohren. Wir machen hier einen Jungen, der ja mit seiner Familie wohnt, und ich denke mal, wir starten hier direkt. Ja, das könnten wir doch eigentlich fast als Mutter benutzen, oder? Das ist eine Erwachsene. Ja, komm, die nutzen wir doch mal direkt so. Vielleicht noch irgendwie so den Kleidungsstil verändern. Und zwar, ja, als Alltagskleidung geht es schon. Ein paar Ringe und so kann man schon lassen. So, als Abendkleidung haben wir... da braucht man schon irgendwie so Kombination oder so. Wie wär's denn damit hier in so einem Rot? Ja, das passt gut zu, zu den Schuhen nicht so ganz. Und die Schuhe hier in Schwarz am besten. Ja. Sportlich, naja. Ups. Ja gut, eine Hose sollte man vielleicht schon benutzen. Das passt auch. Und ich würde sagen, Nachtbekleidung. Da lassen wir die Schuhe aber weg. Ich meine, wer schläft schon mit Schuhen? Okay, gibt es bestimmt irgendwelche Leute, die auch mit Schuhen schlafen. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Das geht auch bei den Schuhen. Party-Outfit. Aber da müssen auch definitiv andere Schuhe her. Das müsste eigentlich auch gehen. Ja, zum Baden. Nehmen wir doch einfach mal den hier in Blau. Aha. Und dazu die passende Hose. Genau, perfekt. Ich würde sagen, den Sohn, den lassen wir nämlich dann am besten. Muss ich gerade mal mein Mikrofon rumschieben, weil ich zocke ja immer schön auf meinen zweiten Monitor und ja. Da ist es dann eben so. Wie ist es denn dann eben so? Oh, das geht ja gar nicht, Mensch. Wir wollen hier keine Tattoos haben. Körper. Tattoos entfernen wir. Wir wollen hier gute Vorbilder sein. Den Sohn, den lassen wir dann sozusagen noch entstehen, ziehen ihn groß und so. So, das müsste eigentlich passen. Dann wählen wir aber am besten die Alltagskleidung aus. So, was muss unsere Frau können? Unsere Frau ist romantisch. Dann habe ich mir natürlich noch gedacht, sie ist eine Kunstliebhaberin. Boah, wow. Und was ist sie denn noch familienbewusst? Komm. Und das große Lebensziel von ihr ist. Kreativität? Was muss man denn hier so bei Kreativität machen? Das wird schon passen.
herausragende Malerin. Perfekt. So. Und dann gibt's noch einen Vater. Ja, Behorn. Und zwar ist der nicht weiblich, sondern männlich. Oh, ich glaube, jetzt haben wir ordentlich was zu tun. Ha! Barner's a Torque! Zomboom in a Bosch. Oh Gott, so zieht er mir die Frau. Wissedib Sarpava. Rubin, Kusara. Yazib, have you through ya? Deroy Benarla. Toplankula. So. Schlopa Gelja. Ja, das geht doch in der Stimme, oh, oder? Oh, Wajini. Wadisa. So. So. Ah. Wir machen den einfach mal so. So, ein Bart, ja, komm, ein Bart geben wir ihm. Als Frisur nehmen wir die hier. Und dann kommen wir machen dann auch gleich einfach einen Sohn. Augenfarbe grün. So wie meine Augen. Meine Augen sind nämlich auch grün. So, Alltagskleidung. Das geht doch eigentlich voll, oder? So ein Business-Look. Vielleicht können wir das hier irgendwie noch weiß machen. Ah, okay. Besser machen wir es nicht weiß. Lassen wir es dabei. Ja, das passt eigentlich so, denke ich mal. Dann hier Abendkleidung. Hey, der Geschmack hat er, das müssen wir ihm ja lassen. So, sportlich. Da brauchen wir natürlich ein schönes Top. Und natürlich auch eine schöne kurze Hose. So, was für Schuhe nehmen wir denn? Ja, die passen gut zum Top, würde ich sagen. Und die Hose vielleicht noch irgendwie färben. Ja, das passt auch gut. So. Natürlich schlafen wir nur in Unterhose. Wir sind harte Männer. Und die Unterhose, können wir die rot machen oder so? So eine Weihnachtsmann-Unterhose? Oh, pink, perfekt, wir nehmen pink. Ja, wir nehmen pink. Nein, nein, das können wir nicht für Partys nehmen. Na, das schon eher. Können wir da vielleicht farblich noch irgendwas machen? Machen wir mal den Hut hier noch weg. Welcher Hut ist denn das? Der hier. Ich bin aber damit auch nicht wirklich zu... Kurze Kleider, natürlich. Natürlich nehmen wir kurze Kleider. Hier, irgendwas Schickes. Das hier zum Beispiel. Und als Hose die hier. Ja, der braucht schon ein bisschen mehr Beine. Ah, nee. Das wird schon so passen, denke ich mal. So. Oh, die Schuhe gehen natürlich gar nicht. Machen wir einfach mal die hier. Ah ne, die sind jetzt nicht wirklich partymäßig. Schwarz, komm hier, schwarze Schuhe passen immer. Dann ist er jetzt auch fertig für Partys. Und als Badehose nehmen wir am besten
früher so eine Hawaii-Badehose in grün. Die seine Lieblingsfarbe wird einfach grün sein. So, was ist unser Mann denn? Soll er sportlich sein? Na komm. Unser Mann ist sportlich. Was ist er noch? Was ist der Mann noch? Komm, hier, er ist ein Genie. Und... Er ist ein Bro. So ein richtiger Kerl. Was will er haben? Er will natürlich reich werden. Herrlich reich. Jawohl. Und dann machen wir gleich noch so ein Kind dazu. Kleinkind, tatsächlich. Kleinkind gibt es jetzt auch. Oh Gott. Ja, wir starten als Kleinkind. Oh Gott, bist du süß. Du bekommst natürlich die Augen von deinem Vater. Ja, genau. Die Frisur, ja, es gestylt natürlich. So. Perfekt. Und die Haarfarbe? Nein. Oh Gott, nein. Die Haarfarbe kriegt er. Ich meine, hier daraus muss ja irgendwie eine hellere Haarfarbe werden. Deswegen kriegt er einfach die Haarfarbe. Na, Brille nehmen wir keine. Oh ja, ja, du kriegst so ein Bohnen-T-Shirt. Und natürlich eine Hose in Schwarz. So. Na, so ein kleiner Schicker. Wie ist denn unser kleiner Schick angezogen? Oh ja, das nehmen wir. Die färben wir schwarz. So. Ah, wir lassen ihn mal Oberkörper frei. Ah, nee. So. Unser Sohn wird ein... Unser Sohn schläft in Windeln. Und auf Partys. Ja, auf Partys. Geht eigentlich klar. Ja, ein grünes Hemd. Komm, da hat der Vater mal das Sagen. Oh Gott. Und als Schuhe gibt's schwarz. Schwarz mit grünen Sternchen drauf. Na, perfekt. So. Und unser Kind ist unabhängig. Diese Kleinkinder lieben ihre Freizeit und mögen es nicht, von ihren Pflegepersonen befürwortet zu werden. Sie bauen zusätzliche Fähigkeiten auf, wenn sie allein gelassen werden, und brauchen weniger Aufmerksamkeit als andere Kinder. Engel ist gleich albern. Sind wir albern? Ja, komm. Wir sind alberne Kinder. So, wie heißt denn unsere Frau? Schäfer, okay. Nachname ist auf jeden Fall Schäfer. Dich nennen wir mal Angie oder so. Die, nein. Anna wäre irgendwie so ein Standardname. Mal schauen, was bekommen wir hier zusammen? Vanessa Schäfer, das hört sich doch gut an. So, Nachname ist hier auch Schäfer, habe ich jetzt richtig geschrieben. Ja. Schäfer. Und Schäfer hier und Vorname. Tobias, Aaron, Bruno, Hendrik, Daniel Schäfer.
Komm hier, Max Schäfer, das hört sich doch gut an. Du bist natürlich auch ein Schäfer. Und zwar bist du der... er hat auch der gesagt. Nein. Fang ich Fabian. Oh Gott, wie nennen wir dich denn? Fabian Julian? Wie war's mit Julian Schäfer? Felix, Markus, Axel. Axel Schäfer. Axel oder Tom? Oder Tobias war's, gell? Marcel, Markus. Ach komm, wir machen Axel. Du bist der Axel Schäfer. So, da muss ich jetzt noch irgendwie hier diese Beziehungen, glaub, machen können. Nein, Ehemann, das ist der Sohn. Das heißt, das hier ist auch der Sohn. Jawohl. Perfekt. Haben beide einen Sohn, sind beide verheiratet. Wie gehen wir denn überhaupt? Stolz. Ja, komm, wir. Er hat einen stolzen Gang. Wie hört sie sich eigentlich an? Schlaufe, Jill. Super Witz. Flippisa Fruma. Oh Gott. Lagar S.U. Whip. Ulak Barbahoy. Hiebehorm Agnor. Na, das geht doch. Ah, ne, hier, Schrittart. So. Wie läuft sie denn? Nein, sie ist ja kein Trottel. Oh. Femininer Gang. Jawohl. Den nehmen wir. Oh, oh Gott, sind die süß. So, spielen. Ja, die speichern wir auch in der Bibliothek. So. Und dann schauen wir mal, wo wir mit den Schönes wohnen können. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine neue Gegend oder so. Auf jeden Fall wohnen wir hier, weil hier können wir uns eigene Häuser bauen. Oh, alles leer hier mittlerweile wieder. Hier so ein kleines, gemütliches Kämmerchen reicht eigentlich vollkommen aus. Bestätigen. Oh, cool, mit so einem Umzugswagen jetzt. Man merkt, ich habe schon ewig nicht mehr gezockt. Ja, das kaufen wir. Dann schauen wir mal, dass wir uns irgendwie so ein kleines, gemütliches Häuschen bauen können. Ich weiß jetzt nur nicht, was braucht denn so ein Kind für ein Bett? Gut, das werden wir auch noch herausfinden. So, gehen wir gleich mal in den Baumodus hier, würde ich sagen. So. Einmal so. Das hier ist unser Grundstück, oder wie? Oder? Naja, gehen wir einfach mal in den okay. Hier unser Grundstück. So, dann schauen wir mal, was brauchen wir denn alles? Küche brauchen wir. Machen wir das denn am besten? Komm hier, da kommt Küche und Wohnzimmer rein. Und Bad natürlich. Da kommt das Kinderzimmer.